Hallo Freunde, heute habe ich euch Übung mitgebracht, wie ihr am besten sitzend eure Bauchmuskulatur, die seitliche Rumpfmuskulatur, den Innen- und Außenschenkelbereich trainieren könnt. Viel Spaß damit! Die erste Übung ist direkt eine Kombination aus Bauchmuskeltraining und Abduktorentraining, also der Bereich hier außen. Dafür setzt euch bitte mal erstmal auf den Stuhl. Die Hände gehen hinterm Kopf. Der rechte Ellenbogen zum linken Knie und der linke Ellenbogen dann zum rechten Knie. Wir machen 20 Wiederholungen für die Bauchmuskulatur und danach gehen wir in den Seitstütz und bearbeiten direkt unseren Abduktorenbereich. Die Arme gehen hinterm Kopf. Rechter Ellenbogen, linkes Knie. Los geht's auf 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. So bearbeiten wir unsere seitliche und schräge Bauchmuskulatur. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt kombinieren wir. Dann stützt euch mal bitte mit dem linken Arm auf eurem Stuhl ab. Die Beine sind gestreckt, die freie Hand geht in die Taille und dann habt eine gute Bauchspannung. Dann geht das Bein hoch und tief. Und da haben wir nur 10 Wiederholungen und danach geht es wieder in die sitzende Position. Wenn ihr soweit seid, Bauch fest, Hand in die Taille, los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Wechsel. Wir gehen in die sitzende Position zurück, Hände hinterm Kopf, Ellenbogen wieder zum Knie. Los geht's. Auf 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, jeder so gut wie er kann. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Die andere Seite kommt dran. Dann stützt euch mit dem anderen Arm ab. Beine sind gestreckt, Hand in die Taille. Bauchspannung, Bein geht hoch und tief. Los geht's. 10, 9, 8 für hier. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und noch einmal die Bauchmuskelrunde. Das bearbeiten wir noch einmal. Sitzende Position, Hände hinterm Kopf und die 20 und 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lösen, ausschütteln. Die nächste Übung ist für unsere gerade Bauchmuskulatur. Wir hatten ja gerade eben die seitliche Schräge, ist übrigens auch zuständig für die schlanke Taille. Jetzt kommt der gerade Bereich dran. Dann setzt euch mal etwas weiter vor, Richtung Kante, hinten festhalten, leichte Rückenlage, die Füße sind hier vorne und habt jetzt in dieser Position auch schon eine leichte Bauchspannung. Dann zieht mal erstmal im Wechsel die Beine hoch. Und wenn ihr merkt, oh ja, das funktioniert schon sehr gut, dann zieht mal beide Knie hoch und berührt nur sanft mit den Fersen den Boden. Und wir haben jetzt 3 Runden à 12 Wiederholungen vor uns. Los geht's. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
kurze Pause. Ihr spürt euer Training wahrscheinlich bis hierhin, also bis zum vorderen Oberschenkel runter, hoch in die Bauchmuskulatur. Runde Nummer 2 von 3 mit 12 Wiederholungen. Hinten gut wieder festhalten, gute Bauchspannung. Los geht's. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, na, wird schon wärmer, 2, noch einer und kurze Pause. Einen haben wir noch und die Fortgeschrittenen unter uns, ihr könnt auch unten mit den Händen zusammenklatschen. Ebenfalls 12 Wiederholungen, für die einen hinten festhaltend, für die anderen mit Clap hinterm Oberschenkel. Los geht's. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Geschafft. Mit der nächsten Übung bearbeiten wir unsere Innenschenkelmuskulatur. Und zwar braucht ihr dafür entweder eine Kuscheldecke, einen Luftballon oder vielleicht sogar einen Ball. Dann schnappt euch euren Gegenstand. Ich beginne mal mit dem Ball. Klemmt euch jetzt den Ball, den Luftballon oder die Kuscheldecke zwischen die Knie, aufrechter Sitz und drückt mal den Ball oder den Luftballon zusammen und löst ein wenig. Ich gebe euch gleich die anderen Varianten auch noch an. Druck, lösen, Druck, habt eine leichte Bauchspannung, aufrechter Sitz, Druck, lösen, macht weiter. Ich wechsle mal und bearbeitet diesen Bereich hier innen drin. Mit dem Luftballon würde das so aussehen. Druck, lösen oder mit der Kuscheldecke bleibt in Bewegung. Davon machen wir viele, viele Wiederholungen. Druck, lösen, Druck, ein bisschen festhalten, dass nicht runterrutscht. Und habt immer einen leichten, gesunden Grunddruck, so eine gesunde Grundspannung. Also nie den Ball, den Luftballon oder die Kuscheldecke runterrutschen lassen. Druck, lösen. Da gehen noch 10 Wiederholungen. 10, 9. Ihr könnt auch zwei Kissen nehmen zum Beispiel. Das, was ihr eben jetzt in Reichweite habt im Büro oder zu Hause und bearbeitet so eure Innenschenkelmuskulatur. Ist auch zeitgleich eine Beckenbodengymnastik. Oh, noch einmal und kurz lockern. Wir machen das nochmal. Ich variiere nochmal und schnapp mir den Luftballon. Luftballon geschnappt und Druck. Lösen. Und ihr könnt auch die Arme mit dazu nehmen. Anspannen die Muckis. Druck, den Luftballon und anspannen der Mucki-Muckis. Hier Bizepsrunde. Wir haben es gleich geschafft für heute. Komm, da gehen noch 12, 11. Die Arme wandern höher. 10, 9, 8, 7, 6. Runterwandern. 5. 4, 3, 2 und lösen und ausschütteln. Ball, Luftballon oder Decke rausnehmen, Beine ausschütteln, Arme ausschütteln, Schultern kreisen nach hinten und ihr habt's geschafft für heute. So, liebe Freunde, ihr habt's geschafft für heute und ihr seht, ihr könnt in einer ganz kurzen Zeit effektiv mit den geringsten Mitteln euren Körper durchtrainieren. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.